Lohnt sich der Kauf eines Opel Kadett E noch? Youngtimer oder eher Schrottplatz? Bei Autotest Schwaben im heutigen Gebrauchtwagentest der Opel Kadett E. Gebaut von 1984 bis ins Jahr 1991. Dann wurde er vom Opel Astra abgelöst. Hier sehen wir ein Fahrzeug aus dem Jahr 1987. Wir fragen uns, Hot oder Schrott? Opel Kadett E. Ist er wirklich ein Youngtimer für wenig Geld? Wir haben ja ein Fahrzeug, das so um die 1000 Euro kosten soll. Mit wenig Kilometern. Das Fahrzeug hat gelaufen. 90.000 Kilometer, hat eine GL-Ausstattung. Den Opel Kadett E gab es als dreitürigen Fließheck. Dann gab es ein fünftüriges Modell. Es gab ihn als viertürige Stufenhecklimousine, was auch sehr interessant ist. Dann gab es natürlich die Kombi-Version, die gab es sowohl mit drei Türen und fünf Türen, den Caravan. Ja, der Opel, wir unterscheiden beim Opel E-Kadett Fahrzeuge. Hier haben wir ein Fahrzeug vor dem großen Facelifting. Das fand 1989 statt. Da gab es einen Facelift, da gab es eine neue Front. Es gab auch zahlreiche Veränderungen im Innenraumbereich. Dazu gab es für den Opel Kadett eine neue Ausstattungslinie CS, die hatte dann Nackenstützen hinten und besondere Aluräder. Der Opel Kadett hat zahlreiche Probleme mit Rost. Im Gegensatz zum Golf 2, der ja zeitgleich angeboten wurde, rostete der Opel Kadett besonders stark am Unterbodenbereich. Schweller, hintere Radläufe, Abschlussblech war deutlich rostanfällig. Der Opel Kadett war damals ein Schnellroster, wurde damals als Schnellroster entlarvt. Und ja, die meisten Modelle haben bereits die Schrottpresse hinter sich. Hier haben wir ein Fahrzeug, das relativ rostfrei ist, was allerdings sehr, sehr selten ist. Im Motorenbereich haben wir einen 1,3 Liter mit 60 PS, 1,6 Liter 75 PS, ähnlich wie beim Golf. Es gab eine 90 PS Version. Es gab auch einige Dieselmodelle, die allerdings eine untergeordnete Rolle spielen. Zu den Stärken und Schwächen des Opel Kadett E zählt vor allem ein dickes Plus, gibt es ein gutes Platzangebot, ist ein sehr schickes Design. Ein Pluspunkt gibt es beim Opel Kadett auch für die recht soliden, robusten Motoren. Schwachstellen, Minuspunkte beim Opel Kadett E, schlechte Rostvorsorge, deutliche Rostschäden am Unterbodenbereich. Es gibt Probleme mit der Abgasanlage, die häufig durchrostet, Ölverlust. Deshalb bekommt der Opel Kadett E am Ende auch nur einen Stern und damit ein nicht empfehlenswert.